Guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst es, ich bin bei meinen Eltern noch aktuell. Die Kinder sind jetzt aus dem Haus. Es ist 7.40 Uhr. Mein kleiner Bruder ist irgendwie ein bisschen früher gegangen. Normalerweise hätte er erst um 3 Viertel gehen müssen, aber die haben schon viele Unheil oder her. Essen gemacht für meinen Neffen, der war auch bloß. Ja, Essen gemacht. Eine Flasche hergerichtet, einen Apfel aufgeschnitten und in die Tupperdose gepackt. Genau, und habe tatsächlich schon einen Geschirrspüler gemacht. Aber, wie Kinder so sind, mein Bruder hat es natürlich nicht weggeräumt. Okay, dann das noch wegräumen. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich mich hinlegen. Weil wie früher gesagt, hat mein Neffe seine Ostersachen noch gesucht. Ja, ich werde mich wie gesagt hinlegen, noch ins Bett. Es ist 7.45 Uhr. Ich bin ja erst um 1 ins Bett gegangen und um 6 Uhr schon wieder aufgestanden. Das heißt, ich werde jetzt noch ein bisschen schlafen. Dann werde ich aufstehen und werde ein bisschen duschen gehen. Ich muss unbedingt duschen. Ja, und dann nutze ich natürlich das Wasser von meinen Eltern. Ein bisschen Wasser sparen, gell Mama? Ja, und dann gucke ich, dass ich mir was zu frühstücken suche. Kater ist draußen, hat auch was zu fressen bekommen. Und Hamster war auch schon draußen. Habe relativ gut geschlafen, bis auf das, dass mich der Kater gefühlt 10-mal aufgeweckt hat, weil er bei mir schlafen wollte. Der war heute Nacht drinnen und zweimal ist er gekommen. Ich bin dann jedes Mal runtergeworfen vom Bett. Geh! Ja, genau. Meine Eltern, die haben gesagt, die gehen noch frühstücken und dann werden sie losfahren, aber die fahren halt auch 6 Stunden. Das heißt, ich bleibe auf jeden Fall noch da, weil um 1 kommen die schon wieder von der Schule zurück. Echt nicht lange Schule. Schule war schön. Ich will auch in die Schule. Bin ja in der Schule. Aber mein Studium dauert ein bisschen länger. Von 8:30 bis 17:30. Ja, auf jeden Fall werde ich dann noch ein paar Videos bearbeiten, wenn ich mit dem Duschen fertig bin, wenn ich dazu komme. Auf jeden Fall den Vlog von gestern, den werde ich als erstes machen, damit der fertig ist und ich bis Sonntag keinen Stress habe, weil ich jetzt 6 Tage durcharbeite ab morgen und da habe ich keinen Bock dann nebenbei noch Videos zu bearbeiten. Beziehungsweise ich muss ja eh noch die für Mittwoch und für Freitag bearbeiten. Aber da muss ich erst aufnehmen, also Videos aufnehmen, bevor ich die online bringen kann. Genau, das war's eigentlich zu heute. Wir sehen uns bestimmt später. Ich gehe jetzt ins Bett. Tschüss. Versuch zu schlafen. Es ist jetzt 8:30. Eine halbe Stunde habe ich versucht zu schlafen, aber da mir die ganze Zeit geschrieben wird von dem Kollegen und von dem Mann, habe ich es jetzt aufgegeben. Ich gehe einfach heute Abend früh ins Bett. Genau. Ich gehe auf jeden Fall jetzt duschen. Dazu brauche ich aber mein Duschzeug. Und meine neue Kleidung. Einmal die Bodycreme, die muss endlich weg. Und dann einmal das Shampoo von Weihnachten, also vom Kalender. Einmal die Spülung vom Kalender. Einmal die Dusche mit orientalisch-weihnachtlichem Duft. Ich will einmal die testen mit euch. Von Ico, bin ich gespannt. Runtergewerft. Und danach will ich mir eine Maske machen. Da mache ich mir einmal die Jelly-Maske. Die habe ich 2-mal gehabt. Einmal habe ich die ja schon leer gemacht und ich liebe sie. Für die Dusche, da brauche ich dann das Peeling, bevor ich das drauf tue. Und natürlich gehören auch die Zähne geputzt. Und ein Deo. Das war in der Manbox, glaube ich, mal drin. Oder in der Better Boyfriend Bag, glaube ich, war das drin. Genau. Aber mein Mann mag keine solchen Deos und deswegen verbinde ich. Riecht mega gut. Und ich habe mir gleich eine Pinzette mitgenommen, weil ich noch Augenbrauen zupfen muss. Handy mitnehmen. Huch. Bin jetzt ein bisschen vollgepackt hier. Ich muss das gucken, dass mir mein Handy runterfällt. Nein, war das hier. Ich sehe aus. Aber der Kleber hält leider nicht, weil ich den mit nassen Händen angegrapscht habe und jetzt hält er nicht. Ja, der ist noch hier. Beziehungsweise ich bekomme das Papier irgendwie auch nicht runter. Ein bisschen doof. Ja, man sollte trockene Hände haben. Also, falls ihr die Maske macht, trockene Hände. Ich weiß nicht, was ich hier schon wieder bekomme. Ja, die muss jetzt noch 7 Minuten einwirken und dann wird sie runtergewaschen. We'll be right back.
bin jetzt fertig. Die Maske zieht jetzt ein, das Peeling, das war auf jeden Fall krass. Also es ist schon sehr starkes Peeling, muss ich sagen. Obwohl da tatsächlich drauf gestanden ist, wenn man ein sanftes Peeling will mit Wasser vermischen, hätte ich vielleicht machen sollen. Habe ich aber nicht gemacht. So, ich stelle jetzt euch schnell hier auf die Vitalrin-Dose. Das ist Dreckwäsche, das kommt extra. Und der Rest kommt hier rein. Und ich habe mir gedacht, ich mache mir jetzt ein paar Eier. Zum Frühstück. Und mehr werde ich wahrscheinlich nicht essen. Habe irgendwie heute nicht so Hunger nach der Pizza und der ganzen Schachtel Pralinen gestern. Ja, ich habe die ganze Schachtel gegessen. Bei Limpralinen kann ich echt nicht widerstehen. Vielleicht auch gut, dass mir die niemand schenkt sonst. ich muss jetzt mich bloß zurechtfinden, wo sind Töpfe. Ich glaube, die sind hier. Ich brauche ja bloß einen kleinen. Ja, da reicht eigentlich der. So. Ach, irgendwie habe ich keine so kleine Herdplatte. Okay, hilft nicht. Und dann gucken wir mal, ob es eine Eier machen App gibt. Ich stelle euch dabei mal hier hin. Okay, hier steht 3-5 Minuten kochen lassen. Voll aufgedreht eigentlich. Okay, das probieren wir jetzt einfach. Ich tue jetzt einfach an. Und dann wird es die untere Kochflotte sein. Geht bloß bis 9. Dann machen wir 9. Und hier sind gekochte Eier. Nö! So, aber jetzt die richtigen Eier, hoffe ich. Ich weiß echt nicht, ob die flüssig sind oder nicht. Das hört sich flüssig an. Okay, das ist auf jeden Fall flüssig. Das hört sich komisch an. Das hört sich nicht flüssig an. Egal. Wird schon stimmen. Ich werde die auf jeden Fall jetzt kochen, sodass sie flüssig sind. So, ich bin jetzt fresh. Ich fühle mich wieder gut. Wie gesagt, ich mache mir jetzt das Essen. Es wird erstmal der liebe Kaffee gemacht. Und wie es ist, erstmal die Kopfschale leeren. So, Kaffee fertig, Banane und Ei. Ich habe mir sogar ein mega lustig. Die sind geplatzt. Hab vergessen, sie zu stechen. Aber okay, hab mir so ein kleines Ei geschaffen damit. Genau, und das kommt jetzt alles hier auf den Wohnzimmertisch. Einmal. Zweimal, dreimal und Salz brauche ich. Gucken wir mal, das müsste ja hier hinten sein, denke ich mal. Nehmen wir das, da ist nicht mehr viel drin. So. Und jetzt erstmal noch schnell Augenbrauen zupfen. Wenn man immer alles auf einmal machen will. Tschüss.
Geburtstagsgeschenk ist geholt. Ist jetzt sehr rührend. So, gerade Großeinkauf für diesen Monat gemacht. Viel. Einmal Toilettenpapier, das billige gab es nicht mehr, deswegen wurde jetzt Hakle. Dann einmal, die muss mein Mann mit mir testen, die will ich so unbedingt testen. Aber bis jetzt habe ich sie nirgendwo gefunden, jetzt hat sie es bei uns gegeben, die Restaurante für Stäbchen. Habe ich dazu den Beitrag bei TAF gesehen, dass der sozusagen so lange genervt hat, bis die Pizza gemacht haben, weil die unbedingt eine Pizza mit Fischstäbchen wollte. Die habe ich einmal geholt, dann zweimal Naturreis, einmal Cola, ohne Zucker und ohne Koffein, weil es das Vergutung ist, ich leider nicht gab, warum auch immer. Dann hatten wir insgesamt viermal Spaghetti Vollkorn, mögen wir am liebsten. Einmal eine Käseplatte, die war runtergesetzt. Mozzarella Sticks, ich liebe Mozzarella Sticks. Einmal Chicken Cheese Nuggets, die haben wir neu für uns entdeckt. Noch einmal Chicken Cheese Nuggets, dass wir uns nicht streiten. Dann einmal Jalapenos für meinen Mann. Hala. Und einmal Chili Cheese Nuggets für mich. Dann einmal zum Frühstücken Semmeln. Einmal, weil wir morgen Pizza machen mit Freunden, Salami. Und einmal Kochschinken, hauchfein. Dann viermal Milch. Das ist das Einzige, was hier noch drin ist. Einmal Zeba, einmal Wasser. Gab es auch wieder nicht. Das ist von gut und günstig. Deswegen wurde das Silberquelle oder irgendwie sowas. Ja, Maya, Maya ist schon gut. Maya will Streichleinheiten. Das wird's dann jetzt. Dann zweimal die Camembert-Creme. Bin ich gespannt, wie die schmeckt. Und zwar habe ich da einen Produkttest gewonnen bei Konsumgöttinnen. Da darf ich den testen. Kaufen musste ich den selber, aber ich kriege das Geld wieder zurück. Genau, die Camembert-Creme. Dann einmal Lachs für mich. Den gab's neu. Wollte ich auch mit testen. Latte Macchiato XXL. Bin ich gespannt. Dann einmal Champignons. Auch für die Pizza morgen. Dann einmal Obatzen, der war auch runtergesetzt. Einmal Weintrauben. Einmal Leberkäse in Scheiben für meinen Mann. Einmal Hähnchenbrust. Und einmal Streichwurst. Dann einmal Teewurst noch mit dazu. Einmal Pfeffersalami für meinen Mann. Und einmal Tomaten. Dann zweimal Eier. Und dann einmal, ich habe sie wieder gekauft, Giotto Brownie, die waren so lecker, oder? Die hat es gegeben. Limited Edition, die hat man doch, die nimmst du noch einmal mit. Dann einmal, der war runtergesetzt. Gravis Kräuterquark, Paprika Chili, 50 Cent. Für meinen Mann eine Ananas. Da habe ich Ananas mitgenommen. Nein, Mokos nicht. Dann nochmal Tomaten. Paprikas. Einen Kohlrabi, eine Gurke. Naja, geh weg. Kann ich jetzt noch nicht brauchen. Und einmal einen Mozzarella. Naja, steht ein bisschen im Weg. Dann einmal American Toast, aber die Vollkorn Edition. Meine allseits beliebten Rösti Fries. Einmal Knoppers, weil die waren runtergesetzt. Und dann gab es noch, ich glaube, 30 Cent in der App drin. Dann einmal Cannelloni. Die gab es tatsächlich neu. Bin ich gespannt, wie die schmeckt. Und zwar ein Macaroni-Auflauf. Mal gucken. Nochmal Cannelloni für morgen. Einmal Mozzarella, beziehungsweise zweimal Mozzarella und einmal Emmentaler. Einmal Kaffee, das Wichtigste, weil der ist ausgegangen. Kommt gleich zur Kaffeemaschine. Dann nochmal Macaroni für meinen Mann. Schau mal. Bin gespannt, ob das schmeckt. Dann einmal Frühlingsrollen. Einmal Salz, nochmal Mozzarella, einmal Gouda, einmal Backofenfritten, irgendwie gibt es auch die anderen nicht mehr. Und das zeige ich euch jetzt so, einmal Mais für morgen auch, dann einmal Barbecue-Soße, einmal
Currygewürz-Ketchup. Und die Hohmannsoßen, die lieben wir. Einmal Tomatensoße, einmal die Currysoße, einmal Pesto Rosso. Und dann die Paprika-Hohmannsoße, das ist die, die ich liebe. Könnte ich mich reinlegen. Dann zweimal Napoli-Soße von Gut und Günstig. Zweimal Champignons, ganze Köpfe. Einmal Spargel und einmal schlesische Gurken. Genau. Und das war dann der ganze Einkauf und hat 100, also ohne Pfand 120 Euro gekostet. Ja. So, mal wieder hallo und willkommen zu einer Unterbrechung des Videos, denn es ist wieder soweit, es werden ein paar Gewinnspiele ausgelost und es sind wirklich dieses Mal, glaube ich, ein paar. Ja, einmal das Ostergewinnspiel mit Maya. Einmal die Vitalrin-Kapseln gehören ausgelost. Ja, genau, das war's. Nächste Woche ist dann noch das Action-Gewinnspiel dran. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt wird ausgelost einmal das Hundegewinnspiel und einmal die Vitalrin-Kapseln. Natürlich tatkräftige Unterstützung von Maya. Gell, Masi? Du bist ein Depri wieder. Ja, genau. Einmal das Hundegewinnspiel. Da passt es ja, dass du da sitzt, gell? Wir nehmen den Link, kopieren ihn, dann geben wir den Link hier ein, laden die Kommentare, sind dieses Mal 24. Und der Gewinner ist Lena XOXO, hat nicht mitgemacht. Das heißt, wir brauchen einen anderen. Mirka Lifestyle. Hashtag Ostern, Hashtag Hund. Hey, super cooles Video. Die Keksis werde ich meinem Hund auch mal machen. Dicker Krauler für Maya. Und ich weiß ja, also ich folge ihr auf Instagram, weil sie macht auch YouTube-Videos. Wenn es euch interessiert, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Sind auch wahnsinnig toll. Und ich weiß, dass sie zwei Hunde hat. Ja, du hast das Hundepaket gewonnen. Schreib mir auf jeden Fall, dass du mir schreiben kannst, erstens was für Unverträglichkeiten, auf was muss ich achten, wenn ich jetzt Leckerlis kaufe und so weiter oder Spielzeug, dann sag mir auf jeden Fall Bescheid. Ich und Maya wünschen auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, du und deine zwei Mäuse freuen sich dann darüber. Gemasi. Genau, dann kommen wir zu Gewinnspiel Nummer 2, eben das Vitalrin-Kapsel-Gewinnspiel in Kooperation mit Vitalrin natürlich, deswegen schreibe ich jetzt oben Werbung hin. Ich nehme den Link, kopiere ihn, eben den Link dann hier ein. Laden die Kommentare, sind dieses Mal 21 und der Gewinner ist Graufalter 50, mega interessant dein Feedback, da spiele ich mit, das interessiert mich hier gerade mal brennend. Ich springe in den Lostopf, Hashtag Vitalrin, Hashtag Sonnenkomplex. Wir wären beide Nebenerscheinungen willkommen, abnehmen und Vitaminhaushalt auffüllen. Ja, das glaube ich. Ja, Graufalter 50, du hast auf jeden Fall eine Dose Vitalrin gewonnen. Melde dich auf jeden Fall bei mir, dass ich die Daten von dir weitergeben kann, damit sie dir die Dose zuschicken können. So, und das war's tatsächlich wieder mit der Auslosung. Herzlichen Glückwunsch an die liebe Mirka und an die liebe Graufalter. Wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall über Instagram, über E-Mail. Genau, natürlich wieder nicht vergessen, einen Screenshot zu schicken, dass es wirklich euer Kanal ist. Und dann gucke ich, dass ich den Gewinn so schnell wie möglich verschicke. Beziehungsweise, dass ich das so schnell wie möglich weitergebe, dass die liebe Graufalter ihre Kapseln bekommt. Und bin gespannt, was du sagst. Dann viel Spaß noch weiter beim Vlog. Willkommen. Hat mich jetzt die letzten Tage leider wieder nicht gemeldet, kam nicht dazu. Ist aber auch tatsächlich nicht wahnsinnig viel passiert. Hatte Nachtschicht, die erste Nachtschicht war okay für das, dass es ein Freitag war. Die zweite Nachtschicht, also gestern, war bescheiden. Und morgen, heute habe ich auch nochmal Nachtschicht. Ich hoffe, dass es ruhiger wird, denn morgen habe ich dann gleich Studium tagsüber. Das heißt, ich gucke, dass ich so schnell wie möglich schlafe. Maya ist wahnsinnig aufgedreht. Ich weiß nicht warum, ich glaube, dass die läufig wird oder irgendwie sowas. Gehen wir mal sehen. Die ist einfach nur am Hecheln. Masi, komm her, lass mal ein bisschen Wasser trinken. Hier, dann mal ein bisschen Wasser trinken. Ja, sie hat gestern gelernt, aus dem Bidet zu trinken. Ja, so nutzen würde es eigentlich nicht, außer dass wir ab und zu Zeug reinlegen. Und dann kann es Maya wenigstens zum Trinken hernehmen. Komm. Ich
war vorgestern, wie gesagt, auch in der Arbeit und habe währenddessen was gewonnen. Und zwar bin ich bei Metalheads Forever dabei. Genau, da hat mir jetzt meine Schwester eine Mitgliedschaft geschenkt. Die kostet 70 Euro im Jahr. Und da ist man eben in den Club dabei, bekommt noch ein T-Shirt mit dazu. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die 70 Euro. Und kann dann immer an, also nimmt immer an dem seinen Gewinnspiele teil. Und ich bin seit gefühlt 2 Tagen dabei oder so und habe schon was gewonnen. Und zwar einmal von Merzfeld, das passt, weil die mag ich echt gerne. Ein Plakat mit Unterschriften. So, ich habe schon meine Eier raustun müssen, denn die sind fertig. Aber jetzt zeige ich euch schnell fertig. Wie gesagt, ein Mundschutz von Merzfeld. Einmal Sticker vom Metalheads Forever Club. Einmal Flyer von Merzfeld. Es reicht eine Single. Einmal Die Sünde lebt eine Single. Und eine ganze CD von Merzfeld. Und dazu noch ein total cooles T-Shirt. Steht so ein drauf. Mega. Hat mich sehr gefreut. Kann ich auf jeden Fall brauchen, vor allem weil wir, das habe ich übrigens auch gekauft. Bei uns ist so eine, ja, Mega Rock im Zelt heißt es, so eine Konzert kann man das sein, sagen. Auf jeden Fall in so einem Bierzelt ein Konzert und da kommt Stahlzeit, also die Nachmache sozusagen von Rammstein, also die spielen Rammstein und ich liebe Rammstein. Deswegen, mein Mann wollte leider nicht hin, aber meine Schwester will unbedingt hin und die beherbergt auch gefühlt eine ganze Band und da habe ich jetzt Karten bestellt. Die ist gestern auch schon gekommen. Von meinem Papa habe ich noch für unser Volksfest ein Biermackerl und Händelmackerl bekommen. Mir ist gerade der Schraubverschluss auseinandergefallen. Den muss Alex wieder festschrauben. Heute nicht mein Tag. Und morgen nach dem Studium geht es dann auch gleich weiter, denn da fahren wir ins Frühlingsfest bei uns am Studienort. Da ist Frühlingsfest, habe mein Dirndl schon eingepackt. Ja, muss mich dann bloß noch zusammenrichten und dann geht's weiter zum Studium. Ich hoffe, dass ich durchhalte. Ja, denn die letzten Sonntage waren eigentlich immer nicht so toll, was Einsätze betrifft. Mal gucken. Heute kommen auf jeden Fall Freunde, da machen wir eine Pizza, weil der Freund, der hat einen Pizzaofen von seinem Papa zum Geburtstag bekommen und da machen wir Pizza. Und da haben wir schon mal Pizza gemacht. Und ich bin gespannt, wie es mit dem neuen Pizzaofen ist. Also das war vorher so ein Aufsatz vom Webergrill und jetzt ist es direkt ein kleiner Pizzaofen. Mensch Mausi, bist du fertig? Die ist so fertig. Genau, die kommen auf jeden Fall später. Da blende ich euch auf jeden Fall auch noch die Pizza ein, die wir gemacht haben. Aber sonst wird es auf jeden Fall heute nicht mehr recht viel werden. Und ich werde mich nachher auf jeden Fall noch verabschieden. Ich werde jetzt noch ein bisschen was für Studien tun, weil ich hätte eigentlich was tun sollen bis Dienstag. Hab's aber vergessen. Und das werde ich jetzt diesen Nachmittag noch machen, bevor die Freunde eben kommen. Also jetzt ist gerade 11:45, jetzt werde ich essen. Und dann werde ich immer ein Video schauen, ein bisschen was machen. Und um 4 kommen dann die Freunde. Bis dahin muss ich dann fertig sein damit, weil morgen werde ich nicht dazu kommen und Dienstag haben wir dann die Vorlesung schon. Deswegen mal gucken. Ja, ich werde mir jetzt mein Essen genießen lassen. Übrigens die perfekten Eier. Wer weiche Eier will und ich will sie richtig weich haben, dann auf erst einmal das Wasser kochen lassen, also voll kochen lassen und dann 4 Minuten lang drin lassen. Und dann sind die Eier so, wie ich sie habe. Wir sehen uns dann. Das Video noch beenden. Hab's vergessen, leider am Montag, weil ich tatsächlich überhaupt nicht dazu komme und deswegen mache ich das jetzt. Es ist jetzt leider schon Mittwoch, aber ich werde das Video jetzt beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn, dann sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wie euch der Vlog gefallen hat und dann bis zum nächsten Vlog. Tschüss!